So, und jetzt habe ich etwas gefunden, wo man auf den ersten Blick gar nicht rauskommt, was ist. www.we-help.ch. Es geht um Hilfe. Aber Rolf, um was für eine Hilfe geht es denn? We Help. Wir helfen. Wir, das ist die Stiftung We Help, Urs Herzog und Marlen Herzog und meine Frau, Christine und ich. Und was wir machen? Wir helfen, sag jetzt, die Lebensqualität in einem Altersheim in Weißrussland zu verbessern. Ja, und was mangelt es denn dort hauptsächlich? Ich meine, ihr seid ja sicher schon ein paar Mal dort gewesen, oder? Wir haben während 6 Jahren ein Altersheim betreut. Dort haben wir Fenster mitfinanziert, neue. Wir haben Handläufe zum Beispiel finanziert, eine Badstube. Bei uns würde man Sauna sagen, aber es geht darum, dass man sich an einem Ort waschen kann. Und für die alten Leute ein bisschen eine Aufgabe zu geben, eine Verantwortung, haben wir auch einen Obstgarten, einen Gemüsegarten und jetzt ganz am Schluss einen Hirnerstall finanziert. Jetzt, das klingt ja wahnsinnig luxuriös, ja. Aber wenn man es jetzt vergleicht mit den Bedingungen oder mit den Gegebenheiten, die die älteren Leute hier in der Schweiz antreffen, was fehlt es denn hauptsächlich? Sind es denn nur bauliche Massnahmen oder wie geht es denn den Leuten generell dort? Wir haben eine 92-Jährige getroffen, die erzählt hat, sie sei mit 14 nach Deutschland gebracht worden. Zum Arbeiten. Sprich Zwangsarbeit. Die ist jetzt wieder zurück und sie hat gesagt, sie hege ein Bett, sie hege zu essen und sie hat warm. Mehr braucht sie nicht. Ich glaube, wir finden bei uns in der Schweiz wenig Leute, die mit so wenig zufrieden sind. Es mangelt einfach an einem Umfeld, wie wir es eigentlich gewöhnt sind, eine gewisse Privatsphäre. Dort sind 4 bis 6 Leute auf engstem Raum zusammen. Das Nachttischli ist das Einzige, was privat ist, wo sie etwas, ein Bildchen drauf haben, sonst gibt es nichts. Es ist alles sehr sauber, das müssen wir sagen, aber es gibt keine Abwechslung. Vom Morgenessen wird gewartet aufs Mittagessen, vom Mittagessen wird gewartet aufs Nachtessen. Und wir wollen einfach ein bisschen beitragen, dass die Leute mehr Lebensqualität haben. Wie erlebt ihr denn die Reaktionen, wenn ihr sie auch besuchen könnt, wenn ihr vor Ort nachschaut, was mit euren Investitionen passiert ist? Wie reagieren die Leute auf euch? Eine Riesenfreude. Das muss man gerade sagen. Was wir so als Nebenprojekt machen, wir den seit Jahren immer noch das Weihnachtsessen finanzieren. Für uns, ich sage jetzt, in Anführungszeichen Kleinigkeit, 150 Euro geht ein Weihnachtsessen für 50 Leute. Wo man dann noch lange drüber schwätzt. Und diese Leute sind dankbar. Und wenn wir jetzt kommen, noch werden wir begrüßt, wie wenn wir zu Familie gehören und es ist eine Freude. Es ist eine echte Freude. Und ich denke, genau diese Dankbarkeit ab unserem extrem guten Status, den wir haben hier in der Schweiz, dürfen wir vielleicht auch in dieser Form zeigen. www.we-help.ch. Sicher eine ganz gute Sache, wo man sich auch mal einsetzen könnte.